Servus und hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu diesem neuen Unboxing und Review der iTech Thunderbolt 3 Docking Station. Nachdem das Video von euch ja so gut angenommen worden ist, habe ich gedacht, ich zeige euch nochmal ein neues Video zu einer besseren Docking Station. Wie man hier sehen kann, auch ganz, ganz toll, USB-C vorne, USB 3.1 vorne. Kopfhörer, Jack und ein SD-Kartenslot. Auf der Seite kann man das Ganze sperren. Hinten haben wir 4 3.1er von USB, ein LAN, DisplayPort HDMI, dann Thunderbolt 3, Thunderbolt 3 für den Bildschirm und ein Stromkabel. Seitlich gibt es den An- und Aus-Knopf, den man natürlich häufiger denn je braucht. Nein, hoffentlich nicht. Aber ist auf jeden Fall ein nices Teil. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, wenn ihr das Ding unboxt und euch anschaut, ist so eine ganz, ganz simple Anleitung dabei. Man sieht es ja hier, was kommt wo rein, was braucht man, wie, wo, was. Das Ding ist eigentlich super, super selbsterklärend. Vor allem finde ich es ziemlich Porno, dass halt ein USB-C-Kabel im Endeffekt auch möglich ist zum Anschließen, nicht nur Thunderbolt 3. Somit hat man auf dem Mac immer diese Kompatibilitätsrücklage, dass man auch auf alten Macs supported wird. Und jetzt schauen wir mal ins Detail rein. So, meine lieben Freunde, Docking Station Nummer 2. Ziemlich, ziemlich cool, dass das nochmal geklappt hat. Und ich bin sehr, sehr froh und auch vielen, vielen Dank für das Feedback, das ihr mir dagelassen habt unter dem letzten Video. Ja, mein Use Case hat sich natürlich ein bisschen geändert. Und ich habe auch die Kommentare von euch fleißig gelesen. Und habe in dem Sinne halt wirklich entdeckt, dass eine Dockingstation, wie ich sie vorher hatte, sage ich mal, für Grafikleistungen, also natürlich mit dem Display-Link-Treiber, diverse Leistung verliert. Das muss man natürlich auch mal an der Stelle sagen, ist auch ganz klar. Aber für den Use Case des Homeoffice reicht das definitiv aus. Also ich hatte sie selbst bei meinem aktuellen Setup in Einsatz. Also nicht in dem Setup jetzt hier hinter mir, sondern in dem Setup in meinem Arbeitszimmer oben. Das heißt, dort ist ein MacBook angeschlossen, ein 13 Zoll 2019er MacBook mit dem DisplayLink Driver, also Treiber drauf und dem relativ großen Monitor, der jetzt, ich glaube, 43 Zoll oder so hat der, das ist so ultra-wide. Und ich hatte keinerlei Probleme. Also selbst bei Fotobearbeitung oder anderen Themen hatte ich keine Probleme. Als dieses Ding hier angekommen ist und ich es angeschlossen habe mit dem Thunderbolt 3, musste ich erstmal feststellen, wow, kein Treiber. Das ist sehr, sehr cool. Und ich habe das Gefühl, es sieht nochmal ein bisschen besser aus. Einfach so einen Ticken besser. Gut, aber insgesamt muss ich jetzt sagen, ist der Unterschied nicht ganz so krass zur alten. Aber es ist für jeden, der die neue Technologie hat und auch schätzen lernt, ist es definitiv geil. Weil, wenn wir uns mal die Docking Station anschauen, haben wir hier echt was richtig Knackiges. Also wir haben echt viele USB-Anschlüsse, wir haben den Ethernet-Anschluss für LAN, falls man darauf Wert legt. Wir haben HDMI, DisplayPort, Thunderbolt 3. Vorne den Kopfhörer-Jack mit dabei, also da sind echt ordentlich viele Anschlüsse. Und vorne auch nochmal ein USB 3.2, soweit ich mich noch erinnere, 3.2 ist glaube ich vorne, ne? Oder ist es 3A? Also 3.1, und 3.1er ist es genau, aber er hat Quick Charge vorne, ist ziemlich geil fürs Handy. Ich habe da vorne nämlich mein Handy-Ladekabel angeschlossen und man hat halt vorne auch nochmal USB-C. Das ist schon ziemlich, ziemlich Porno. Und ich muss halt sagen, dadurch, dass das Ding auch VESA-kompatibel ist, also man kann es hinten an den Monitor dran batzen, ich glaube, bessere Docking-Station findet man nicht am Markt. Vor allem ohne Treiber, ohne jeglichen Schnickschnack. Das Ding funktioniert einfach out of the box. Alles dabei, was man braucht. Also ein sehr, sehr gutes Ding und ich kann es wirklich nur uneingeschränkt empfehlen, falls ihr überlegt, den nächsten Schritt zu gehen auf eine etwas hochwertigere Dockingstation für euer MacBook oder für euren Windows-PC. So, solltet ihr Fragen haben, machen wir es bitte wieder so wie beim letzten Mal, alles runter in die Kommentare damit, weil ich stehe wirklich im großen Austausch mit dem Hersteller. Die haben gesagt, sie finden es super, dass wir hier fleißig diskutiert haben. Schreibt mir gerne Verbesserungen, schreibt mir gerne irgendwas drunter, was ihr zu diesen Dockingstation an Fragen habt.
und ich versuche es in Rücksprache mit dem Hersteller oder auch selbst zu klären, zu testen, je nachdem, wie wir es auf die Kette kriegen. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, meine lieben Freunde, und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal, euer Basti. Tschaußen! Yeah. Yeah, 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 yeah. Ay, coming in, yeah. Flex, I just wanna win, yeah. LA BB, who we running with, yeah. 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again.